Ein neuer Morgen in Minecraft. Wir sind aufgestanden, haben geschlafen, ja, haben die Höhlen besucht und ein neuer Morgen und wir müssen oder wollen, beziehungsweise, unseren Garten herstellen. Und dazu werden wir natürlich erstmal alles umgraben und so alles und ich weiß ja gar nicht, wo wir den... Ich zimmer das jetzt alles erstmal hier um. Vielleicht machen wir hier unseren Garten. Hier ist nämlich auch genug Platz und alles. Und Weizen ist doch, glaube ich, dafür da, um die Tiere zu füttern. Ne? Da bin ich doch, glaube ich, richtig im Bilde, ne? So. So, genau. Da müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, hier machen wir unseren Garten hin. Ich lasse ihn auch auf der Ebene. Also von der Höhe her passt das. Ich werde, glaube ich, hier nochmal ein bisschen... Das, glaube ich, nochmal ein bisschen weggraben, dass wir da ein bisschen mehr Platz haben. So. Das ist doch super. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier mal eben unsere Hacke herbekommen. Die Pflanzen werde ich mal eben... Jetzt sind wir schon wieder hier in diesem dämlichen Menü, wollte ich jetzt gerade sagen. In diesem... ja, nicht Baumenü, unseren Kistenmenü. So. Ach genau, eine Steinhacke. Ja, wir müssen ja ein bisschen umgraben, sonst funktioniert das ja nicht. Aber erstmal fange ich jetzt an... die Bahn, wie machen wir das? Machen wir es ja denn da von rechts nach links oder von vorne nach hinten? Ich glaube, wir machen es, ich glaube, hier so, dass wir jetzt zwischen das Wasser dann machen. Ja, machen wir hier so noch, obwohl, einen Moment, ich bin verwirrt, ich muss mal eben kurz schauen. Ich glaube, einen machen wir da, okay, hier machen wir ein bisschen mehr. Ja, bis dahin, würde ich sagen. So. Nein! Ah. Das war falsch. Obwohl, können wir mal ruhig mal die Bahn ziehen, ne? So, dann haben wir wenigstens hier mal ein, gescheiten Weg hingebaut, weil das sieht ja so ein bisschen abgehackt alles aus. Das soll ja ein bisschen ordentlicher sein. So. Und dann können wir ruhig mal hier ein Loch weitergehen. Da kommt das Wasser rein, da wird gepflanzt. Ich hoffe, ich nehme hier nicht zu viel vor. So. Kannst du dich noch an den Garten erinnern, den wir gebaut haben bei unserem ersten Heim? Bei unserem ersten Zuhause? Das war geil. Ich hoffe, das wächst hier auch wieder so schön schnell. So. La 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 la. Wir bauen uns einen Garten, da werde ich dich vergraben. La 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 la. Oh, Schaufel ist kaputt. Direkt die nächste nehmen. Ach ja, das war nur so eine dämliche Holzschaufel. Die hält ja auch nichts aus. So. Ach nee, Quatsch. Das ist schon viel zu weit. Viel zu viel. So viel wollte ich gar nicht. Tut mir leid, da so viel wollte ich da gar nicht hinbauen. Huch. Na, was ist das denn? Jetzt aber bitte, hallo. Bin schon ordentlich, ja? So. Hier mache ich noch eine Reihe hin. Sicher ist sicher. Dass ich da mich nicht irgendwann mal verbaue oder so. So, hier machen wir auch noch mal eine Reihe hin. Den machen wir weg da. So. Da müssen wir noch einen Zaun drum ziehen, um unser eigenes Zuhause. Das glaube ich am besten. Mann, was mache ich denn da? Das soll alles... Ich bin immer so ein Ordentlichen bei Minecraft. Ich weiß nicht warum, das ist immer... Hier kann man doch irgendwie so eine Terrasse machen oder so. Ich habe schon wieder Riesenträume.
Muss ich dafür jetzt... Ich glaube, ich muss dafür im Wasser stehen, ne? Kann das sein? Abbauen, sammeln. L2 sammeln. So, jetzt haben wir den Eimer voll. Leeren. Sammeln und leeren. Ah, okay, verstehe. Alles klar. Das ist jetzt ein bisschen mühselig, aber egal. Wir wollen das ja... Wir wollen es ja voll kriegen, unser Becken hier. So, sammeln. Leeren. Ja, okay. Sammeln. Es ist jetzt ein bisschen mühselig, das Ganze. Aber das Becken muss ja, die Becken müssen ja gefüllt sein, weil sonst wächst ja da nichts. Das soll ja so, ne? Und wir sagen da auch hinten an den Ecken auf jeden Fall, das ist noch zu wenig. So. Ja, genau. Das ewige Hin und Her jetzt. Oh Gott, das müssen wir noch so viele Male machen. Okay. So, ich glaube, das reicht. Ich glaube, das, ja, ich glaube, das reicht. Das ist, ja. Das ist ideal für unseren Garten. Mich stört das gerade, dass wir hier ewig dann immer da rausklettern müssen. Ich werde hier immer so eine Treppe bauen. So. Einmal füllen, bitte. So. Damit das ein bisschen schneller geht. Weil da haben wir ja genug... Hallo? Da haben wir ja genug Wasser. Der Typ, der muss doch auch erkältet sein, oder? Irgendwann unser Castaway-Typ hier, den wir auserwählt haben, weil ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der müsste beim Dschungelcamp auftreten. Aber ich glaube, das Thema mit Dschungelcamp, das haben wir jetzt, glaube ich, auch schon zu Genüge besprochen. Also wie gesagt, RTL, ihr braucht mich nicht anrufen. Ich möchte da nicht hin. Nein, ich enthalte mich da meiner Kompetenz. Aber jetzt fängt es mich schon an, meine Schulter fängt es an, mich zu jucken. So. Wie gut, dass das Meer jede Menge Wasser hat für uns. La 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 la. So. Und da sind schon ein paar Schafe, die gucken schon ganz neugierig, was wir hier machen. Und wir haben immer noch einen fliesenden Esel auf dem Dach. Ich weiß gar nicht, warum der fliegende Esel da oben draufsteht, was der hier will bei uns. Kann das Wasser eigentlich über die Ufer treten? Wahrscheinlich, wenn man zu viel einfüllt, ne? Ich glaube schon. So, da haben wir genug drin. Noch zweimal dasselbe Spielchen machen. Das geht doch relativ flott. So. Ja, soll es auch aufnehmen und sammeln. Okay. Nicht böse sein, wenn ich jetzt so ein bisschen immer nach unten gucke. Das fühlt sich so gar nicht... Ah, okay, man muss immer die Stelle treffen, die halt nicht gerade... Was? Ach, der frisst Gras. Achso, ich dachte schon, was passiert denn da gerade? Oh mein Gott, die Nacht bricht schon ein. Hilfe, die Nacht bricht ein. Das heißt, wir müssen so schnell wie möglich, ich will wenigstens noch in der Nacht, wenigstens jetzt hier noch so ein bisschen unseren Garten fertig bekommen oder zumindest das Wasser dafür. Mein Gott, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es jetzt so lange dauert. Wir haben jetzt einen Tag daran gearbeitet, unglaublich. So, ich muss natürlich auch immer so ein bisschen auf das Essen achten, dass wir da nicht verhungern. Aber das sieht momentan noch relativ gut aus. Huch. Das mit dem Esel ist echt ein Dingen. Warum der da oben da... Ich glaube, ich weiß warum. Haben wir nicht hinten die Treppe, die wir mal zum Dach bauen gebraucht haben, ganz vergessen abzubauen? Kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Ich bin da nicht mehr... Yeah, sehr schön. Geil. Okay. Das können wir so lassen. Ich lasse uns das zum Verhängnis mit... Nee, die Treppe ist weg. Wie kommt denn der Esel da rauf? Der soll da weggehen. Kann man den da runterscheuchen? Geh weg da! Mann! Ja, geh da runter! Hallo, geh da runter! So, das musste jetzt sein. Das ist mir jetzt auch egal, wenn da oben Leder liegt. Das ist mir jetzt egal. So, ich gehe jetzt erstmal pennen. Und am nächsten Morgen starten wir jetzt erstmal schön mit dem Schnitzelbrötchen wieder.
Ein leckeres Schnitzelbrötchen zwischen den Kiemen. So langsam lerne ich auch, wie man mit Minecraft hier so ein bisschen umgeht, auch so mit Eimer und sowas alles. Und das macht eine Menge Fun. Also wenn man richtig so ein bisschen drin ist in der ganzen Materie, macht das echt richtig Fun. Ich wollte mal gucken, wo legen wir denn Eimer und so ab? Bei Werkzeugen und Materialien bestimmt, ne? Legen wir mal den Eimer hier hin. So, ich werde mal... Zäune, nicht Tore, Zäune. Dafür brauchen wir Stickies. Jede Menge Stickies. Und Stickies brauchen wir die? Gut. Das heißt, wir machen mal so 32. Das müsste theoretischerweise irgendwas mit 48 sein. Ah ne, 64 sein, ne? Genau. Dann bauen wir mal ein paar Zäune. Yay! 34 Zäune, da muss noch mehr her. Da muss noch viel mehr her. Ja! So. Huch, was haben wir jetzt gemacht? Ach, wir können... Können wir eigentlich für... Ach ne, es geht nicht. Ich dachte, man könnte zum Beispiel mit, hey, eine Leiter für unser Dach. Wir bauen mal eine Leiter. So. Jetzt haben wir ein paar Zäune gebaut. Gebäut ist auch geil. Gebaut. Und eine Leiter, weil... Vielleicht können wir ja mal mit der Leiter... aufs Dach, wenn wir mal müssen. Also, wenn wir mal müssen. Wenn wir aufs Dach müssen. Nicht, wenn wir müssen. Wie funktioniert das denn? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Wir schauen mal, warte mal. Das müsste hier sein, oder? Oder geht das nur... Ach, das geht wahrscheinlich nur an... okay, Moment. Ich probiere das mal... Ich baue hier einfach mal jetzt alles ab. Das ist so, wir brauchen ja sowieso noch mehr Platz für unsere... Wir müssen ja auch noch ein paar Kühe und Schafe züchten und sowas. Das möchte ich ja auch noch machen. Ich weiß ja, dass es geht. Das weiß ich ja. Nur ich weiß nur nicht wie. Da könnt ihr mir wahrscheinlich weiterhelfen. Ich glaube, man muss die, glaube ich, erstmal... Muss man die einzäunen oder muss man die einfangen irgendwie? Ich weiß das gar nicht. Du geh weg, Schaf. So. Hey, das sieht gut aus. Unser erstes Eigenheim. Super. So, jetzt muss ich mal schauen. Ich mach das mal mit dem Holz. Werde ich mal... Ja, machen wir mal so. Hey, das funktioniert. Das ist ja geil. Lalalalalalalalala. Hey, cool. Geil. Aber runter ist doof. Ah, doch. Okay, cool. Dann können wir oben aufs Dach nämlich auch noch irgendwas draufbauen. Vielleicht machen wir oben noch irgendwie müssen wir mal gucken. So ein Aussichtspunkt oder sowas. Müssen wir mal schauen. Ey, das ist geil. Das gefällt mir richtig gut. Haben zwar zu viele Leitern gebaut. Ist mir auch jetzt egal. Wir machen mal Leiter. Machen wir auch mal hier zu den Werkzeugen und sowas. Machen wir mal hier hin. So, als nächstes... Bauen wir natürlich... Packe ich erstmal die Erde weg. Bauen wir mit den Zäunen erstmal unseren Garten aus. Oder wisst ihr was? Wir machen erstmal... Wir sehen das erstmal um hier alles. L2 umgraben, genau. So. Hey, ich bin ein fleißiger Landwirt. La 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 la. Fleißiger Landwirt. Fleißiger Landwirt. Ich bin ein fleißiger Landwirt. Ich bin ein fleißiger Landwirt. La 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 la. Nein, das wollte ich gar nicht. Egal. So, anbauen. So, man kann ja noch mehr anbauen. Ich weiß nur nicht, wie... was wir da alles noch anbauen können. Da müssen wir mal gucken. Wo wir die ganzen Materialien dafür herbekommen. Ich klaue den Typen hier erstmal so ein bisschen das Gras für Weizen. Ha, ha. Hi, Kumpels. Alles klar bei euch? Ich bin ein bisschen am Umgraben hier.
Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mitmachen. So, weil ich will noch ein bisschen unseren Garten füllen mit Weizen. Weil mit Weizen können wir doch... War das nicht für die, nee, für die Schweine nicht, oder? War das für die Schweine? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß das gar nicht. Wie gesagt, ihr könnt mir da wahrscheinlich viel, viel mehr helfen. Ihr könnt mir da viel mehr helfen, dass ihr da mir ein bisschen ein paar Tipps gebt, was da... Was man da anbauen kann und wo man dann die ganzen Sachen herbekommt. So. Ich glaube, dann reicht das gleich erstmal. Das wächst ja sowieso immer wieder nach. Hier, da kann man ja immer wieder was holen. Und ich möchte nämlich doch noch... Ich glaube, ich möchte doch noch in dieser Folge... Möchte ich mir den... habe ich nicht vergessen, den Tempel ansehen. Ich glaube noch in... Oder wohl vielleicht auch erst in der nächsten Folge. Sei mir da nicht böse drum. Vielleicht in der nächsten Folge erst. Müssen wir nicht aufpassen, dass sie uns das Dings hier nicht wegfressen? Geh weg. Ich weiß das gar nicht. Kann man die... Das kann man auch pflanzen? Das ist ja geil. Vielleicht pflanze ich noch ein paar Pflanzen. Ich pflanze noch ein paar Pflanzen oder ein paar Blumen. Da haben wir doch noch was. Haben wir noch, ich weiß gar nicht, was die Blumen dann bringen. Hier haben wir noch ein paar Weizensamen. Also einen Baum möchte ich natürlich jetzt nicht pflanzen. Das wäre ein bisschen dumm. So und dahin. Ich ziehe trotzdem mal einen Zaun hier drum. Vorsichtshalber, sicher ist sicher. Ja, meh. Meh. So. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Von hier aus kann man dann reingehen. Machen wir das so. Genau. Hallo? Das sieht richtig ulkig. Das sieht richtig cool aus. Das sieht... Ich bin ein wenig stolz auf mich. Also, auf euch auch natürlich. Also, dass ihr hier zuguckt. Aber ich finde... Also, ich bin echt begeistert. Ich, ja, ich finde es richtig geil. Hey, ich bin ein fleißiger Gärtner. So. Machen wir natürlich hier ein Zauntor rein. Davon haben wir ja nicht gerade wenige. Von den Zauntoren. Wo waren die denn? Waren die hier? Nee, wo haben wir die denn reingetan? Wir hatten noch so viele Zauntore. Wo haben wir denn hingetan? Oder haben wir die alle... Ach, ich glaube, wir haben die irgendwann mal verloren. Kann das sein? Kann das sein, dass wir die irgendwann mal verloren haben beim Sterben? Okay, dann müssen wir uns ein... haben wir noch Stickies? 4 Stück. Dann müssen wir uns auch eben ganz schnell ein Zauntor herstellen. Herstellen. Herstellen, nicht herstellen. Hashtag. Huch. Bitte was? Herstellen, nicht Hashtag. Herstellen. Dann machen wir das eben auf die Schnelle. So, Zauntor. Hergestellt, wunderbar. Damit da keiner reinlatscht von den Tieren und uns das alles wegfrisst. Was ich nämlich stark bezweifle, dass es wirklich so ist. Oder nicht bezweifle, sondern annehme. Sehr schön, geil. Ey, cool. Ja, richtig geil. Gefällt mir gut. Ich hoffe, euch auch. So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es dann spannend weiter. Dann, ja, begegnen wir der Burg. Und dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Ich würde sagen, ja, bis demnächst.